Hallo und willkommen zurück hier beim Pokémon Platin Exchange. Ja, ich bin mal wieder mitten in einem Kampf und gucken wir mal, wie es mit den Pokémon aussieht. Zwei sind schon tot, Flora und Panferno. Das ist jetzt nicht so gut. Zephyr ist vergiftet und Tobi und Palimpalim sind schon sehr angeschlagen. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Das sind jetzt, glaube ich, alles nicht so gute Attacken gegen das, was wir hier haben. Ich würde, ehrlich gesagt, lieber mal ein anderes Pokémon wiederbeleben. Topbeleber? Ja, vollständig wiederhergestellt. Ich würde vielleicht Panferno nehmen, weil der halt am stärksten ist und die meisten HP hat und sowas und uns da vielleicht am besten helfen kann. Heißt ja nicht, dass er deswegen den Kampf gewinnt und die ganzen KP wieder einheimst. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Beziehungsweise werde ich irgendwie dann versuchen, den auszuwechseln vorher noch. Aber ich möchte ja auf jeden Fall vorankommen in dem Kampf. Und das sieht ja irgendwie nicht so gut aus gerade. So, deswegen nehmen wir den natürlich auch gleich. Und ich muss mal eben kurz was gucken. Mach mal eine Feuerattacke gegen das Bronze. Das sollte ja ganz gut laufen. Ich hoffe es jedenfalls mal. Das ist ja Stahl-Psycho, wenn ich mich nicht irre. Das sollte relativ effektiv sein. Ja, es ist auf jeden Fall sehr effektiv. Hat natürlich nicht ganz gereicht. Gift-Tip. Oh nein, dann wird er wahrscheinlich auch vergiftet sein. Nein? Okay, dann ist ja gut. Immerhin etwas. So, okay. Ja, Bronze ist nach wie vor paralysiert, greift nicht an. Machen wir nochmal ein Flammrad, würde ich sagen, auf Bronze. Dann haben wir den schon mal fertig. Dann müssen wir uns Skuntank widmen. Weiß ich auch noch nicht genau. Ich weiß, es ist auf jeden Fall Gift. Was ist denn der andere Typ? Normalgift? Oder was ist das sonst noch? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Oder Unlicht. Das kann es natürlich auch sein. Unlichtgift. Wer weiß. Oh, er hat eine Beere. Aber er ist paralysiert. Das ist schon mal gut. Golbat, Commander Mars. Okay. Wie sieht das aus mit Flug? Ist das... Ja, Flug wäre jetzt schlecht gegen Panferno. Möchte ich den dann lieber wechseln? Wir haben halt auch nicht wirklich was Gutes gegen Skuntank bis dahin. Vielleicht doch lieber wechseln. Ich weiß es nicht. Ich mach glaube ich lieber erstmal ein Flammenrad aufs Skuntank, dass der wenigstens vielleicht weg ist oder so. Es sind ja noch nicht alle anderen Pokémon tot. Okay, der ist schon mal weg. Haben wir schon mal zwei Pokémon besiegt? Oh, 2000 Erfahrungspunkte. Aha, und ein Level Up. Das tut mir leid, vor allem für Grants, der das ja immer überhaupt nicht sehen kann. Aber ich versuche ja so ein bisschen was zu schaffen und den Kampf zu gewinnen. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das sonst hätte machen können. So mega taktisch und so jeden Angriff planen. Ich kann sowas irgendwie nicht. So, was ist denn Feuerwirbel überhaupt? Der Gegner wird für 2 bis 5 Runden in einem Feuerkreis gefangen. Finde ich jetzt nicht so gut. Um ehrlich zu sein. Finde ich die anderen, ehrlich gesagt, besser. Kann sein, dass das falsch ist, aber ich fand das jetzt so mit der Stärke 15 jetzt nicht so gut. Windschnitt könnte natürlich für Panferno das ausbedeuten. Es ist auf jeden Fall schon mal nicht mehr so gut. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob da jetzt noch ein neues Pokémon reinkommt. Neben Golbat. Noch ein Golbat. Oh, okay. Das sieht nicht gut aus für Panferno. Da müssen wir was anderes finden, was effektiv gegen Flug ist. Da haben wir jetzt nichts so Tolles, glaube ich. Ja.
Was könnten wir denn da nehmen? Ich überlege gerade, weil wir haben jetzt wirklich nichts... Nichts, was jetzt wirklich sehr effektiv wäre gegen ihn. Und ich glaube, Batman ist da auch nicht so gut. Soll ich vielleicht mal mit Palimpalim probieren? Wir probieren es mal. Kann sein, dass ich da totalen Mist mache. Flug ist auf jeden Fall nicht effektiv gegen Psycho. Das ist doch schon mal super. Oh, nee. Jetzt stirbt er gleich wieder. Oh, Mann. Ja, das hat es jetzt gebracht. Ha. Das hat es jetzt extrem gebracht. Immerhin, mein Faxo hält durch. Können wir Safe mal probieren? Weiß zwar nicht warum. Ah, weil er bedrohend ist. Das ist doch schon mal gut. Sind die beiden schon mal ganz schön eingeschüchtert von dem großen, starken Safe-Bomb? Was kann der denn für Attacken? Nicht so die guten Attacken, aber ich dachte jetzt eher vor allem daran, nochmal einen Top-Beleber zu verwenden. Und zwar auf Palimpalim oder auf Tobi? Eigentlich. Ich geb's mal Palimpalim. 96 HP, das ist echt wenig, aber naja. Ich denke mal, dann wird Safeo jetzt auch Geschichte sein. Das ist so schwer, weißt du, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da jetzt das Klügste wäre. Ich versuche es einfach so ein bisschen. Es ist halt, glaube ich, echt ein harter Kampf und ich bin da ja jetzt nicht so geübt und so wissend wie Grants und Go. Nur mal zur Erinnerung, ich spiele dieses Spiel seit meiner ersten Pokémon-Folge und vorher nicht, im Gegensatz zu anderen Leuten. So, ich würde eine Konfusion machen auf welches Golbat? Auf das Paralysierte vielleicht? Ist das überhaupt das Paralysierte? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall selbst das Paralysierte angegriffen, glaube ich. Nee, das ist das nicht Paralysierte. Okay, gut zu wissen. Sehr effektiv, aber hat jetzt nicht so viel geholfen. Ja, ja, mach das nur auf Mumfuck so. Kein Ding. Komm, yes, sehr gut. Er setzt das in der Attacke ein. Das ist halt leider, der macht so viel passive Attacken einfach nur. Greif doch mal an, du dummes Ding. Mal nochmal eine Konfusion auf den? Ja, ich glaube schon. Ich greife auch immer schön Manfaxo an. Das finde ich gut. So können wir wenigstens ein bisschen weiterkommen. Yes, sehr gut. Der ist schon mal weg. Haben sogar einen Volltreffer. So, gegen Commander Jupiter und Commander Mars kämpfen wir jetzt richtig. Yay, Level 37. Palim, Palim hat ein Level up. Und das andere Golbat greift nicht an. Sehr gut. Und Mumfaxo ist nicht mehr verwirrt und macht einen Body Slam. Yes, das läuft doch gut. Machen wir nochmal eine Konfusion, würde ich sagen. Ist das sogar das letzte Pokémon? Kann es sein, dass wir den Kampf besiegt haben? Dass wir den Kampf besiegt haben, dass das Duell gewonnen haben? Kann das sein oder kommt noch irgendwer? Aber da ist gar kein Ziel. Schnurrgarst, okay, oder Snurrgarst. Ja, eine Katze. Weiß jetzt natürlich nicht, ob das jetzt... Wir haben eine Konfusion. Schlitze. Okay. Ah, Mumfaxo heilt sich also auf jeden Fall immer wieder selbst, so, falls es eng wird. Wir probieren mal eine Psy-Welle, ob das dann ganz gut ist. Aero-Ass. Es ist schön, dass ihr mal meinen Kollegen angreifen und nicht mich. Oh, jetzt bin ich auf mich allein gestellt. Nein. Oh.
Ah! Ach, mein Kumpel, wer auch immer das ist, hat noch einen zweiten. Sehr gut. Dann machen wir einen Risikotackle. Kann das sogar sein, dass Buster unser Kumpel ist? Ich weiß es gar nicht. Machen wir mal einen Risikotackle. Ich weiß gar nicht, wie der so läuft. Wie der so ist, der Risikotackle. Den habe ich noch nie gesehen. Das war ja fast one hit. Oh Gott. Durchbruch. Ah ja. Der sah ja schön aus. Oh. Oh, jetzt erlebe ich trotzdem den Risikotackle nicht mehr. Schade. Ich hätte ihn jetzt gerne noch mal gesehen, aber Hauptsache der Gegner ist besiegt. Und ja, die beiden sind auf jeden Fall besiegt. Da bin ich noch mal gespannt. Oh weia, ich hätte das Kämpfen lieber selbst übernehmen sollen. Du bist stark geworden. Trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Okay. Ja, wir haben tatsächlich mit Buster gekämpft. Wie cool ist das denn? Pfft. Gar nicht, habe ich geweint. Meine Pokémon und ich haben es drauf, damit ihr es wisst. Und jetzt reicht es uns nämlich. Wir zeigen es euch. Herbert, ich helfe dir. Haben wir jetzt alles wieder geheilt? Yes! Hey Herbert, das wär's. Jetzt bist du dran. Was? Wir müssen jetzt ganz alleine gegen Cyrus kämpfen. Nein. Nein. Alles steht bereit für die Erschaffung einer neuen Welt. Nun wird alles enden und alles wird neu beginnen. Hiermit, mit der roten Kette, die aus den Kristallen der drei Pokémon der Seen erschaffen wurde. Und hiermit, mit der roten Kette, die ich mit technologischen Hilfsmitteln replizieren konnte. Mit diesen roten Ketten öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich erwarte wahnsinnig aufregende Special-Effekte. Ich befehle dir, deine Macht für mich zu entfesseln. Oh, und die versprochenen Special-Effekte kommen. Diagla, das mythische Pokémon, Meister der Zeit. Und das andere. Palkia, das mystische Pokémon. Nee, das mythische Pokémon, Meister des Raumes und der Dimensionen. Okay. Ich frage mich gerade, wo bin ich hier gelandet, verdammt. Okay. Glückwunsch. Wie lange habe ich auf diesen Moment gewartet? Diagla und Palkia. Eine Doppelspirale aus Raum und Zeit gibt dieser Welt ihre Form. Ja, genau die beiden Elemente, über die ihr die Macht habt. Ihr werdet mir gehorchen, eure Fähigkeiten werden mir gehören. Warum sollten sie? Mit meiner Macht werde ich Meister einer völlig neuen Welt. Unvollständig und hässlich ist unsere jetzige Welt. Höchste Zeit, dass sie verschwindet. Alles wird auf Null gesetzt, nichts bleibt erhalten. Daraus wird die ultimative Welt geformt, eine vollendete Welt. Vage, unvollendete Konzepte werden in ihr keinen Platz mehr haben. Ist das noch Pokémon? Das hätte ich ahnen sollen. Seife, das wissende Wesen. Tobutz, das starke Wesen. Und Vesprit, das fühlende Wesen. Die Pokémon sind gekommen, um Sinnoh zu beschützen? Wie lächerlich! Es braucht alle drei der Pokémon der Seen mit ihren jämmerlichen Fähigkeiten, um sich mit einem der zwei Pokémon von Raum und Zeit zu messen. Gegen beide kommen alle drei aber nicht an. Nicht, solange Palkia und Dialga zusammen anwesend sind. Alle Anstrengungen umsonst. Ihr habt euch umsonst angestrengt, hört ihr? Jetzt zu dir, Herbert. Von Anfang an hast du versucht, meine Pläne durchzukreuzen. Aber ich will dir vergeben. Schließlich wird bis zum Ende aller Zeit alles Leben ausgelöscht, wenn ich erst fertig bin. Jeder Hauch von Leben wird aus dieser Welt gerissen. Ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Worten übergebe ich an Grants. Ich bin gespannt, wie er reagiert, wenn er an diesem Punkt ist. Also ich weiß nicht, ob er das schon erlebt hat, aber das ist jetzt
sehr verwirrend, plötzlich in diesem Pokémon-Spiel an so einer Stelle zu sein. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr in 3 Tagen wieder vorbeischaut. Bis dann auf jeden Fall bei Grants und bei Goro guckt, denn das ist jetzt irgendwie voll die heftige Story-Stelle. Da sollte man auf jeden Fall vorbeischauen, wie es weitergeht. Und ja, denkt dran, nach wie vor, ich kenne Pokémon kaum. Wenn ich irgendwelchen Mist mache, liegt es daran, dass ich Pokémon nicht so gut kann. Ich habe auch nie so getan, als könnte ich das Spiel gut. Ich habe nur meinen Spaß dran. Ich habe nur keinen Spaß an Leuten, die meinen, mich auslachen zu müssen, weil ich das Spiel nicht gut kann. Weil ich das auch nie vorhatte. Ja, egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.